Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir haben hier ein Angebot vom Herrn Dings, das wir auf keinen Fall so annehmen werden. Okay. Vorschlag ablehnen. Du kannst mich gern haben. Ich gebe keine Kunstwerke her. Außerdem will ich sowieso mit dir keine Allianz haben. Egal, was du sagst, tust oder machst. Jo, das letzte Mal haben wir bereits die erste Stadt von Arabien erobert und es schaut gut aus, dass wir die zweite auch in dieser Runde erobern. Wenn wir den plündern, können wir das? Nein, können wir nicht. Ah, okay, der gehört nicht den Arabien, sondern der gehört warte mal. Können wir den Leuchtturm plündern? Nö. Schade. So, wir haben gesagt, wir fahren da zusammen. Das war erst das zweite Korps. Offensichtlich zählen Schiffe nicht als Korps. Wir brauchen drei Korps, damit wir für Mobilisierung die Inspiration kriegen. Vielleicht sollten wir hier einfach noch einen zweiten Ritter kaufen. Können wir das machen? Nein. Können keinen Ritter kaufen, weil wir zu wenig Eisen haben. Und keine Bombarde, weil wir kein Dings haben. Wir können überhaupt keine Einheiten kaufen, außer Sanitäter, Handwerker und Siedler. Finde ich nicht richtig. Wir sind quasi out of Einheiten. Ach so, warte mal, du kannst? Warte mal, kann es sein, dass du deswegen nicht kannst, weil was da rumsteht? Ja, es lag daran. So, jetzt haben wir da auch was. Mobilisierungsinspiration nehme ich gerne. Guru macht nix. Bombarde schießt rein. Feldkanone schießt auch rein. Ja, wir warten noch gerne eine Runde, das halten wir aus. Bevor wir Aleppo angreifen, schießen wir uns das richtig fest zusammen. Vielleicht, warte mal, haben wir genügend Geld? Kaufen wir uns noch eine zweite Bombarde auch? Ha, das machen wir doch glatt. Machen wir aus der Bombarde auch sowas, so ein stärkeres drum. Wo schießt du hier drauf? Achso, auf den hier. Jo, jo. Tja, nachdem wir das nicht plündern können,
Aber damit wir die Wale hätten noch plündern können, wahrscheinlich. Kann man wieder zurückkehren. Noch ein Musketier, der ist gut. Den schicken wir gleich runter. Der kann sich dann dem anderen Musketier anschließen. So, und du gehst daher und bleibst in Sparta auf Bereitschaft. Ihr bleibt in Argos auf Bereitschaft. Du verbreitest die Legion hier. Du musst einfach stehen. Das Bombarde. Die Pikmin kümmern sich um die Mamelucken. Immerhin haben sie einen Vorteil gegenüber diesen. So, Aleppo. Stadtstaat, warte mal, wir haben gesagt Karthago. Hätten wir gern wieder. Toronto wäre mir auch recht. Ich führe jetzt wieder Krieg mit ihm. Wir behalten die Stadt. Sind immerhin einen Bezirk. Mhm. Du baust mir vielleicht eine Kanalisation, weil du hast zu wenig Wohnbereich. Aleppo, was können wir für dich tun? Warte mal. Oh, Synagogen, 35 Glauben. Stadtmauer, wir bauen nochmal Stadtmauer als erstes. Das ist ganz wichtig, weil dann kann nämlich Aleppo auch schießen auf die Leute, die da unterwegs sind. So, ich überlege gerade, sollen wir Kairo einnehmen oder Mekka einnehmen noch oder sollen wir es dabei belassen? Missionare würde ich ganz gerne ein paar noch erledigen. Um mir zu zeigen, was ich von ihm halte. So, was wissen wir über diese Stadt? Was können wir erfahren? Hm. 4 Wohnraum für 2 Bürger. Ja, die Stadt liegt ein bisschen doof. Die liegt ohne jegliche... ohne irgendwie in der Nähe von irgendeinem Wasser zu sein. Ich glaube, da kann ich mal ein Aquädukt reinbauen. Wir haben eine heilige Stätte. Wir haben keine Wunder gebaut. Es existiert keine Handelsposten. Sobald als möglich werden wir darunter einen Handelsweg basteln. Warte mal, können wir, wenn wir schon da sind, können wir den Schrein kaufen? Weil wir den Schrein und dann das, den Tempel kaufen, dann können wir als nächstes die Synagoge kaufen, dann machen wir einen Wechsel zur anderen Religion und dann machen wir den Feuertempel auch noch. Finde ich gut.
So, was brauchen wir jetzt hier? Tempel? Nö. Kanalisation? Nein. Wohnviertel. Wohnviertel. Plus 4. Mitten in die Wüste. Eigentlich keine schlechte Idee. Ansonsten bringt das Gebiet eh nicht viel. Ah ja, machen wir doch klar. Plus 4 ist jetzt nicht so schlecht. Gibt Schlimmeres. So, vielleicht sollten wir einen Frieden anbieten. Feiglinge, kommt zurück. Aber was hast du erwartet, dass passieren wird? Ich denke, die Menschheit hat zu Beginn der industriellen Revolution einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns auf mechanische Dinge gestürzt. Die Menschen fühlen sich nur kreativ, wenn sie ihre Hände benutzen. Mhm. Natürlich am besten, wir verzichten auf alle Maschinen und machen alles wieder per Hand. Das ist besonders klug. So, gehst da zu dem Kakao und denkst dir nichts Böses. Der Musketier wird befördert. Kein Malus auf Kampfstärke oder Fortbewegung bei Angriff von Meer oder Fluss aus. Oh ja, vielleicht nicht so schlecht. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Flüsse hier, aber bitte. Sogar der Pikini kriegt eine Verbesserung. Die Bombarde auch, aber das müssen wir nächste Runde machen. So, dieser Apostel geht jetzt mal darüber. Okay, ja, der Guru bleibt da stehen. Feldkanone. Und Stufe weiter. Jetzt machen wir mal ein. Hallo, mein Freund. Wollen wir nicht Frieden schließen? Gib mir doch bitte all dein Geld. Was irgendwie? Nein, nicht 114, 141. Da gibt mir alles an Geld. Und Tee gibst du mir auch noch. Städte nehmen wir keine mehr. So, Allah segne euch. Ja, ja, dich auch. Kein Interesse an einer Botschaft? Komisch das. Ja, das kommt davon. Was hast du mich auch angegriffen, Freund und Zwetschgenröster? Also, er hat mich natürlich nicht angegriffen, aber fast. Könnte man sagen. Mit seinen Missionaren, mit seinen Elenden. Und wenn er es noch einmal macht, dann machen wir das noch einmal. Und als nächstes nehmen wir aber Kairo. Und nicht diese unbedeutenden Städte in der Wüste. So, Kimi.
Was? Wir können die Dampfmaschine, Luftfahrt, Chemie. Für Bonus schließt ein Forschungsabkommen ab. Was? Wir haben das Forschungsabkommen abgeschlossen. Oder ist das... Ah. Verstehe. Wahrscheinlich. Okay. Mit Bonuszahl 2 Banken. Was können wir dann bauen? Börse und Big Ben. Dampfmaschinen. Können Panzerschiffe und plus 2 Fortbewegung für gewasserte Einheiten. Ranger-Einheiten. Machen wir Wirtschaftswesen. Krieg wollen wir sowieso nicht sonderlich viel führen. Gut, Kanalisation. Wir brauchen mehr Wohnraum. Ihr seid ein großes Übel in dieser Welt. Euer Name wird noch viele Generationen lang verflucht sein. Naja, ist okay. Damit kann ich leben. 1100 haben wir außerdem. Wir können bald wieder einen Naturforscher bauen. Für das zweite... für den zweiten Naturpark. Apropos Naturpark, wir sollten mal anschauen, was uns das bringt überhaupt. Wir können einen Wildhund erschaffen. Die Eremitage. Okay. Museen stehen im Kampf um Kultur, von Gut gegen Böse an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. Sehr gut. Ah, wir können jetzt drei Einheiten auf einmal haben. Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Ja, das stimmt. Stefan Zweig war ein kluger Mensch. Für alle, die das jetzt lesen, es gibt ein paar ganz gute Bücher von ihm. Lesen. Okay, gut, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Machen wir mal nur Militär, weil da oben müssen wir irgendwas Militärisches reintun. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Das finde ich ist ja genial. Die Annehmlichkeit in Städten mit Garnisonseinheiten ist noch nicht schlecht, aber vielleicht ist es besser. Es gibt da sowas mit mitwirtschaftlich und Annehmlichkeit auch. Also eine Annehmlichkeit für alle Städte mit mindestens 2 Spezialbezirken. Die meisten von meinen Städten haben schon 2 Spezialbezirke, bis auf die neueste. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall mal reinnehmen. Sollen wir Siedler noch weiter kaufen? Nein, aber wir werden Bautrupps. Bautrupps, es gibt das gleiche mit den Bautrupps. Wenn wir das noch einmal machen. Oder sollen wir Siedler machen? Machen wir mal ein Opernhaus. Bei Diplomatie. Haben wir da irgendetwas von denen? Künstler wäre ganz cool, wenn wir noch einen kriegen würden. Nein. Ah, wir bauen aber in 2 Städten Spione. Wir machen das. Wir machen das. Was haben wir jetzt getan? Der
Aufbau eines modernen Wunders hat unseren Ingenieuren Selbstvertrauen gegeben. Welcher Höhenflug erwartet uns als nächstes? Freirika für Luftfahrt. Ausgezeichnet. Den Casus Belli für einen Befreiungskrieg gegen November A. Nzinga. Finde ich gut. Und wir haben Handelsposten in Washington und in Charleston. Medien oder Kulturerbe. Habt ein thematisches Museum. Mal schauen. Hast außer du nicht schon irgendjemand anderen noch ein? Hast nicht irgendein Kunstwerk? Ein Bild hätte ich noch gern. Nein. Was ist mit dir? Hast du ein Kunstwerk? Du hast nicht einmal eine Reliquie, du hast gar nichts. Du hast das natürlich, aber du gibst das nicht her, wetten. Was ist mit dir? Du schaust so aus, als könntest du Kunstwerke haben. Nix. Du? Nein, natürlich nicht. Ach ja. So, du hast Literatur, aber du hast eigentlich auch kein Kunstwerk für mich, weil das ist vom, wie heißt der, vom Hieronymus Bosch und davon haben wir eh schon zwei. Wir hätten das. Das Bosch-Werk würden wir gegen ein anderes Kunstwerk tauschen. Mhm. Oh, wir haben eine große Persönlichkeit. Ist das vielleicht ein großer Künstler? Yay! Rekrutieren wir. Finde ich gut. So. Wir könnten eines von den Bosch-Werken in die Eremitage mal stellen. Künstler. Du bist Rembrandt, na schau was an. Ah, zwei Porträts und ein religiöses. Könnten wir bitte Abraham und Isaac zuerst haben? Gott, du. Oh. Na, das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss 10 Runden warten. Das ist wirklich ärgerlich. Was können wir da her tun? Alles. Skulptur, Porträt, Landschaft, religiös. Okay. Na gut, Herr Rembrandt. Geh doch bitte dann darüber. Als nächstes. Händler! Wo gehst du hin? Nach. Ah ja, wir haben gesagt. Darüber nach. Aleppo. Solltest du gehen, damit wir eine Straße hinkriegen? Oder wir könnten gleich nach Mekka gehen. Dann kriegen wir die Straße auch bei dir durch. Ja, Mekka finden.
So, bis dahin. Du, mein Freund. Du gehst nach Osaka, nein. Okayama. Kyoto. Kyoto bringt viel, viel Geld und Kultur und Wissenschaft und überhaupt und Produktion auch auf nach Kyoto. Mal abgesehen davon, dass das meine Verbündeten sind. Dort. Gut, du musst dich aus. Du machst nix. Du gehst daher zurück. Du machst das. Du wirst noch nichts verbreiten hier, weil zunächst einmal werden wir hier einen Tempel kaufen und dann kaufen wir eine Synagoge, die kostet eigentlich nichts. Und dann wirst du anfangen zu verbreiten. Können wir jetzt auch gleich den Feuertempel reinbauen? Nein, wieso kann man den Feuertempel nicht bauen? Weil das eine... Eine gute Frage, warum nicht? Ah, ein Kornspiel. Weil die Stadt sonst ja gar nicht wegfahrt. So, die Bombarde. Macht eine Kartätsche. So, Sparta, was machen wir in Sparta? Eine Fabrik. Natürlich bauen wir eine Fabrik. Knossos. Ja, du hast, glaube ich, erst ein Ding, oder? Ja, das ist ein Sägewerk. Du baust mir jetzt einen Hafen. Und zwar hier, weil er bringt einen Bonus für die Akropolis und kriegt selbst einen Bonus durch die Graben daneben. Mhm, so ist das. So. Ja, das war's für heute schon wieder, Herrschaften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.